Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Poker MMOs Markt. Ich hoffe, jetzt hat es gerade nicht irgendwie was anderes aufgenommen. Also, ich habe jetzt seit längerer Zeit nicht gespielt. Habt ihr auch gemerkt, dass ich auch seit langer Zeit nicht mehr hochgeladen habe? Bei mir, während ich es gerade aufnehme, ich hoffe, dass es wieder keine Probleme gibt. Es ist der 4. Dezember. Letztes Mal habe ich eine Woche nach meinen Oktoberferien heißt. Ja, 20. Oktober aufgenommen. Ich weiß doch, was ich gemacht habe. Was ist denn jetzt los? Ich darf nicht laufen. Okay. Ich hatte meine Pokémon geheilt und wir wollten nämlich jetzt in die Arena. Meine Kopfhörer fliegen raus. Juhu! Oh, ist das laut? Nee, ich war noch nicht drin. Na, wie sieht es aus? Auf dem Weg zum Camp, Elmina? Die Leiterin der Arena von Baumhausen City, Lipke, ist eine Meisterin der Flug-Pokémon. Sie wartet hinten in der Arena auf dich. Hinter den Drehtüren. Sie wartet auf neue Herausforderer, denen sie die Flügel stutzen kann. Ich habe Lesen auch noch verlernt. Okay, dann viel Glück. Und ich nehme gerade um 6 Uhr morgens auf. Ist super. Oh, ich habe irgendwie geschafft, dass mein Schlafmus wieder kaputt ist. Schaffe aber ich auch nur ich. Ja? Ich kann den anderen aus dem Weg weggehen. Ich will vielleicht noch trainieren. Mach ich lieber nicht. Ich kann ja bei denen gleich angreifen. Ja, kommt ihr beide. So, Liebhaber von Pokémon streben danach, diese Arena beizutreten. Als Mitglied der Arena von Baumhausen City darf ich nicht verlieren. Ich hoffe wegen meinem Mikro, dass es nicht so einen Hall gibt. Ich bin nämlich gerade nicht zu Hause, sondern ich bin in meiner Wohnung. Und ich habe halt nicht meinen Ständer mit. Damit das Mikro wenigstens etwas von meinem Mund ist. Ich habe mich schon so gut wie es ging einfach so nah am Tisch rangebaut. Und das Mikro so nah an der Tischkante. Ich hoffe, es geht. Ich habe auch Pokémon-Kämpfen wieder verlernt. Niemand darf mich schlagen. Also Finn hat mich gestern schon. Okay, es war nicht Finn. Es war jemand, den ihr noch nicht kennt. Aber Finn kennt ihn. Einige kennen ihn. Schon. Ich glaube, ich hoffe, ich werde nicht sterben. Bitte. Gib mir dein Leben. Gib hier. Vielen Dank für die Blumen. Ich habe irgendwelche Drogen schon wieder genommen. Ach man. Ein Volli-Treffi. Juhu. Mal kurz schauen. Aus. Okay. Aufnehmen tue ich. Alles klar. Nochmal nachschauen. Vielleicht habe ich ja was vergessen. So, es gibt keinen Grund, dass Witke, unsere Arena-Leiterin, sich mit dir abgibt. Ich bin schon stark genug für dich. Bezweifle ich. Aber vielleicht für meinen Alex schon. Oh, ja, stimmt. Ich muss Alex wieder verprügeln. Ich habe ihnen gesagt, also Alex haben wir jetzt schon seit Januar, Februar nicht mehr gesehen. Und es war, irgendwas macht gerade meinen Weg blockieren. Alles klar.
Den haben wir ja schon seitdem nicht mehr irgendwie gehört und so. Ich habe ihn zwar ab und zu geredet, aber er hat gesagt, ja, ich habe ihn gefragt, ob er wieder Wer bin ich mache. Ja, er hat gesagt, ja, im Laufe der Woche. Wie lange ist es her? Ich muss gleich auf mein Handy schauen, wie lange es her ist. Wahrscheinlich schon so ein Monat ist schon vergangen. Mal grad schauen. Was ist denn das für ein Pokémon? Kenne ich nicht. Das ist noch Super Talents. Ich schau mal so lange. Ich glaube, das ist nicht gut, was ich mache, aber ich gehe es geschillt an schon wieder. Was nicht gut ist, aber ich gehe es an. Gib mir Leben. I will live. Oh, das war falsch. Aber es stimmt auch. Ich werde leben. Ich kann nichts lesen. Aufnahmeprogramm, geh mir aus dem Gesicht. Aufnahmeprogramm im Weg. Ich sehe es nicht. Hatte ich auch noch nicht gehabt. Ich habe ein Aufnahmeprogramm im Weg gestellt. Soll das mal Alex sein? Kommt eben morgen Dresche. So, mal kurz schauen. Habe ich irgendwelche Tränke mit? Ja. Dass ich die wenigstens mit habe. Boah, das hat mir sehr viel gedeckt. Die 150 HP. Steht da wirklich gerade, was ich da lese? Ich glaube, der wollte Getränkemarke hinschreiben. Diese Person. Oh, Leute. Getränkemarke. Swag Mama. Ja, geil. Die Swaggy Mammy. Ich kann es nicht lesen. Danke auf Nomogramm. Ich hab die auch sehr lieb. Jetzt. So, ich bin Wipke, die Leiterin der Arena von Baumhausen City. Ich würde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon und. Was? Ich sehe denn gerade den Sinn nicht. Ich wurde das mit Hilfe meiner Vogel-Pokémon und habe. Ach, jetzt verstehe ich es. Okay. Sie wurde die Arena-Leiterin deswegen. Habe den Himmel berührt. Okay. Wie anstrengend der Kampf auch war. Die haben mit Grazie gewonnen. Grazie. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Werde Zeuge der eleganten Choreo. Choreografie. Ich sollte mal weiterlesen. Meiner Vogel-Pokémon. Ich bin so scheiße. So, erstmal schauen, wann habe ich denn geschrieben? Boah, das war etwas länger. Ja, gut. Ist noch lange her. Ja. Oh, noch länger. Noch länger. Ja, das kann gar nicht so lange sein. Alex. Wo bist du? Ich hoffe, es bringt was. Was denn? Gut schauen. Hex. Bin ich plötzlich eine Hexe? Decken. Ich hab Angst.
müsste gerade raten, wer wer ist. Nochmal so Schneider. Ich schaue einfach weiter. Hä, die B-Gruppe, was ist das? Achso. Jetzt kann man gar nicht so lange hier sein. Alex, ich finde dich nicht mehr. Pokémon. Ach, das ist nicht so schlau, oder? Was überhaupt von Schaden gemacht? Wenn ich das probiere, passiert ja eigentlich nichts wirklich viel. Genau. Und der Alex. Und der Alex ist leider bye-bye. Nehmen wir erstmal zur Satz Lombero. Was für Nasch schon Hammer. Haben wir irgendwie was? Na, ja, das schon. Da. Das Vitalkraut. Ja gut. Finde Alex nicht mehr. Alexi, Bexi, wo bist du denn? Ich mach gerade nichts, so klug ist. Hä? Finde Alex nicht. Na gut. Ich hab ihn nicht mehr eingespeichert. Bin eine nette Freundin. So. Ach Mann. Soll ich ihn besiegen? Ja, das ist nicht sehr effektiv. Und das ist sehr effektiv. Ach Mann. Ich hasse die Frau jetzt schon. Da ist nichts sehr effektiv. Gar nichts. Deswegen hasse ich das Vieh so unmenschlich. Was ist denn gegen Fluggut? Stein? Ja, stimmt, hier ist ja gar kein Wetter. Hä, was ist denn dagegen gut? Feuer ist ja nicht gerade so bar. Ich glaube, jetzt habe ich ihn gefunden. Ich hoffe es. Ja, gefunden. So. Ja, ist ein Monat her. 4. November. Ach Mann, bitte mach was. Ach nee. Ich kriege den Ort niemals. Hey, wann hat er denn... Ach ja, stimmt. Was geht denn da wieder ab? Rocket Mission. Ich habe aber nichts mehr zum Aufhören, ja? Ich habe leider kein Vitalkraut mehr. Ich bin am Arsch. Oh, Schlaf ins Buch. Brauche ich nicht. Ach Mann, ich hab verkackt. Leider. Ich laufe noch zuerst anzugreifen. Hätte vielleicht Hagel nehmen sollen. Hätte wenigstens Schaden.
Wow, das hat viel gebracht. Och Mann. Ach, wir haben schon 15 Minuten. Das ist nicht schlimm. Da will ich eh nochmal neu machen. Bye bye. Ja, da hat sie nichts zu sagen, hä? Ach Mann. So, erstmal wieder zu der alten hin. Ich will nicht mehr. Die Frau macht mir Angst. Wie soll ich gegen das Metallvieh ankommen? Was ist denn gegen Metall gut? Ich habe es vergessen. Das ist bitter. Ich habe ich eh schon gekämpft. I'm back. Ja, haben wir alles gehört. Ja, du bist abgehoben. Sollte echt mal so offscreen einfach alles hier rum. Außer Alex, den einfach auf dem Computer schicken. Overpowered. Der Zerschneider macht nichts und das macht auch nichts. Was soll ich denn gegen das Vieh ausrichten? Gegen das Vieh kann ich nichts. Ja, das steht am Leben, ist auch so. Hört ihr meine Verzweiflung? Oh. Ja, das hat sehr gut was gebracht. Sehr. Ist denn dagegen nicht so effektiv? Domingo kann ich mir da vorstellen, aber es ist halt noch zu schwach. Ich bin schuld. Was soll ich dagegen einsetzen, gegen so ein Monster? Das Level 31 besiegt mich. Und schon hier kannst du einmal treffen, dann ist es nicht so wirklich gut. Vielleicht hilft dir der Stein. Wer weiß? Geht daneben. Gut. Ey, du musst nicht gleich mitmachen. Ey, Stonio, ich schmeiß dich weg. Nein, nicht meine KP, sondern meine HP, bitte. Du hast eh nur noch so wenig. Einmal getroffen, war nicht gerade so gut. Und Felska, bitte treff mal. Schon wieder das. Oh, meine letzte Hoffnung ist gerade verpufft. Eine Seifenblase. Was kann ich denn noch machen? Mach du den Stahlflügel weg. Kannst du das sonst vorhin stecken, aber nicht zu mir. Ach, hör doch jetzt mal auf damit! Ich kann damit gar nichts machen. Er macht es immer und immer wieder. Nimm hier Lina. Ich bin traurig. Genervt. Vom Scheißvieh. Gegen ihn hilft er nichts. Das war klar. Hasst mich. Vor mir.
Meteorologe. Oh, danke, das war sehr hilfreich. Oh. Nambiru macht ja auch nicht wirklich. Das Einzige, was ich sinnvoll finde, ist eigentlich Wasser und Gestein. Und Gestein war gerade ein Fehlschlag hoch 10. Nicht sehr effektiv, gut. Okay, ein Surfer. Was geht's? Wie sehr? Wisst mich. Mann! Das ist wieder meine nächste Aufdruck. Einfach wusch! Oh Mann! Ja, bei diesem Biest kannst du es einfach weglassen. Was ist denn los? Geht's wieder? Nee. Mann. Warum denn bei Animationen, dass es mal so kaputt geht? Das ist ein ganzer Haar, den finde ich gut. Warum auch noch sehr? Der Wildbären ist uns getroffen, das finde ich gut. Ich gehe gleich, ich gehe einfach so leveln. Und dann komme ich einfach wieder. Ich gehe einfach gleich weg. Level. Und ihr seht nichts davon, wie ich level. Das ist der einfachste Weg, den ich machen kann. Ey, nein. Ich hab mich selbst getroffen. Das ist ja gerade mal das erste Pokémon von 5. Ja, Furienschlag, du bist auch so ein Furien. Oh Gott. Okay, Niederlage hoch 10, würde ich mal sagen. Kann ich jetzt mal bitte die Folge beenden? Kann ich mal bitte sehen? Okay, danke. 23 Minuten. Das reicht auch erstmal für meine Niederlage. Ich würde das mal Lombeo etwas. Was war das denn? Plötzlich ist so eine Fliege vor ins Gesicht gerammt. Oh. War zum Glück nur eine kleine Mini-Fliege. Ja, ich werde erstmal die 5. Warte mal. Ich werde. Ich hab doch noch jemanden. Ey, ich hab doch hier noch jemanden am Computer. Warte, ich muss das mal. So, den nehme ich dann. Ich könnte ihn leveln. Habe ich noch ein Feuer-Pokémon? Habe ich irgendwo ein Feuer-Pokémon? Das Gift? Der hat doch Mega-Sauger. Das heißt, der ist Pflanze. Habe ich. Mogelhieb. Stärke, das ist einfach Kampf. Finte, Klatsche, das war doch Iso. Ja, stimmt, das ist Iso aus unserem Ei. Ja, den brauchen wir den? Ist doch eigentlich so ein Boing genau. Also er wird ein Boing genau. Kamaub? Würde ich schon aufziehen wollen.
Ihr könntet mir vielleicht beispielen. Vielleicht könnt ihr mir helfen wegen dem Feuer-Pokémon. Ich bräuchte mal. Also ich müsste ein Feuer-Pokémon suchen. Ich würde sonst auch nochmal da schauen, wo eins wäre. Also ich tue erstmal Alex hier rein. Das brauche ich erstmal nicht. Ich muss leveln. Ich werde sonst mal umhergehen. Und werde sonst mal dann aufnehmen, wenn ich das Feuer-Pokémon gefunden habe. Oder einfach dann wieder auch zu der Region gehen und da ein Pokémon hocken. Also Leute, das sage ich hier jetzt mal ciao. Und da werde ich erstmal offscreen einfach leveln. Ich muss ja erstmal den ganzen Tag überstehen. Ja, ist halt scheiße, wenn man seinen Rhythmus verliert. Nur weil man Film schaut. Ich darf keine Filme mehr schauen. Ach man. Na, da verabschiede ich mich mal jetzt für diese Folge. Und ich hoffe, es geht mal. Und dann sage ich jetzt mal ciao und bis zum nächsten Mal.